بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die Frage lautet: Kann sein, dass Allah Azza wa Jal von mir manche Gebete nicht annimmt? Alhamdulillah, das ist eine gute Frage, weil das um Gebet geht. Und die Frage, wie viel Gebete hat Allah Azza wa Jalla von uns nicht angenommen? Man sieht viele Muslime, die ohne Khushu beten. Sogar die beten und die sagen selber, was ich jetzt gerade gebetet habe, habe ich mich nicht richtig gut gefühlt. Und das ist eigentlich ein Problem, der fast jeder hat. Und noch schlimmer ist, wenn man das weiß und nicht richtig betet und schnell betet. Es gibt viele Hadithen. Ein Hadith, Rawah al-Bukhari, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ein Sahabi gesehen hat, der sein Gebet verrechnet hat, aber trotzdem sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Geh zurück und bete, du hast nicht gebetet. Und nochmal hat er gebetet und nochmal sagte ihm sallallahu alaihi wa sallam: Geh zurück und bete, du hast nicht gebetet. Dreimal. Bis er ihm sagte: Ya Rasulallah, Wallahi inni la uhsinu ghayra hada. Ich kann nur das. Und das ist der Unterschied zwischen uns und Sahabatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Dass die immer nach Wissen streben, wenn die etwas nicht wissen. Und hat ihm Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam beigebracht. Und sagt ihm: Wenn du betest, dann musst du langsam beten. Du musst Al-Qiyam sein Recht geben, Al-Ruku' sein Recht geben, Al-Sujudu sein Recht geben. Und gibt es auch Ahadith, sogar die uns sallallahu alaihi wa sallam sagte: Kann sein, dass jemand ganzes Leben von ihm gebetet hat, aber Allah Azza wa Jal hat von ihm kein einziges Gebet angenommen oder akzeptiert. Subhanallah, dass man in Yawm Qiyamah kommt und du hörst, du hast nicht gebetet. Warum? Weil du schnell gebetet hast. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة. سبحان الله. Das heißt, kann sein, dass ein Mensch, ein Muslim, 60 Jahre betet. Das heißt, er betet, aber er betet falsch. 60 Jahre betet, la tuqbalu lahu salat. Subhanallah. Seine Gebete werden nicht angenommen. Warum? La'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu as-sujud. Wa yutimmu as-sujuda wa la yutimmu ar-ruku'a. Hadith akhrajahu Ibn Abi Shaybah fil Musannaf. Das heißt, kann sein, dass er richtig Rukur macht, aber kein richtiges Sujud. Und kann sein, dass er richtiges Sujud macht, aber kein richtiges Rukur. Seine Gebete werden nicht angenommen, obwohl er 60 Jahre
gebetet hat. Und sogar auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, schlimmste Dieb ist, der von sein Gebete klaut. Subhanallah. Was für ein Beispiel uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. قال صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. Schlimmste Muslim, der richtig stellt, der von sein Gebet stellt oder klaut. La ilaha illallah. قالوا يعني الصحابة manchmal die fragen ihm, ja Rasulallah, wie kann das sein? Oder so hier. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته. Wie kann sein, dass ein Muslim von seinem Gebet klaut? قال صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها. Er macht kein richtiges Ruku und kein richtiges Sujud. Das heißt, er macht alles schnell. سبحان الله. هذا حديث أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. Sogar auch gibt's auch ein حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حديث أخرجه كذلك أحمد. يعني dass الله عز وجل wenn jemand sieht dass er schnell wenn Allah Azza wa Jal jemand sieht, dass er schnell betet, la yandur ilayhi, er guckt ihm nicht an. Dann ist gemeint, er nimmt nicht sein Gebet an. Subhanallah. Schnell, schnell, schnell. Wie ein Dick, wie ein Hahn. Nanquru min salatina. Walau mata al-insan, wenn jemand so stirbt, لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. Wenn jemand so stirbt, er stirbt nicht als Muslim, كما قال صلى الله عليه وسلم. Damit wir auch richtig aufpassen, damit wir auch richtig Zeit geben, wie man betet. Langsam, langsam. وهذا الحديث جاء في الطبراني وكذلك صححه ابن خزيمة في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. Das heißt, الرسول صلى الله عليه وسلم hat ein رجل, ein Mann, ein Sahabi gesehen, der nicht richtig Ruku macht. وينقر في سجوده. Und der, also in seinem Sujud, macht wie ein Hahn. Ganz schnell, ganz schnell. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dann sagte er صلى الله عليه وسلم. لو مات هذا على حاله هذه ما مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. Sagt der رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wenn er so stirbt, wie er auch betet, مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ما مات على غير الإسلام. Er wird als nicht Muslim sterben. Warum? Weil er nicht richtig betet. Weil seine Gebete werden nicht angenommen. Und sogar manche Gelehrten, die haben gesagt, dass das auch ein Beweis, dass jemand nicht betet, kein Muslim ist. Warum? Weil der sogar betet, aber nicht richtig betet und seine Gebete werden nicht angenommen, يموت على غير ملة الإسلام. يموت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. يعني muss man richtig aufpassen, subhanallah. Und das gilt für Männer und auch für Frauen. Wallahi, man sieht manche Männer, wenn die beten, du sagst subhanallah, صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Die erste Sache, was auch von Muslimen hochgeht, Al-Khushu'a, Demut. Die erste Sache, was die von uns weggeht, Al-Khushu'a.
Man betet aber ohne Khushu. Subhanallah. Und sogar, es gibt manche, die werden in gleicher Reihe beten. Aber also der Unterschied zwischen den zwei Brüdern wie zwischen die Erde und dem Himmel. Einer hat richtig mit Demut gebetet, und aber einer, der war nur mit Dunya beschäftigt. Deshalb sagte auch der Rasul sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, rawahu Abu Dawud, ja, nein, Abu Dawud, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal, inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها الله أكبر. Das heißt, sagte Rasulullah sallam, إن الرجل لا ينصرف. Das heißt, wenn fertig mit seinem Gebet ist, was wird für ihn geschrieben? عشرها, Zehntel, Neuntel, Achtel, Siebtel, Sechtel, Fünftel, Viertel, Drittel und die Hälfte. Sogar es gibt Menschen, der wird von denen gar nichts angenommen, subhanallah. وَتَقُولُ لَكَ صَلَاتُكَ ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِ. Deshalb, liebe Geschwister, nehmt ihr richtig Zeit. Kann man nicht vor Allah Azza wa Jalla 5 Minuten also stehen, wenn wir wissen, welche Gabe wir haben, wenn wir vor Allah Azza wa Jalla stehen, werden wir nie von dem Gebet aufhören. Wa ja kadhalika in hadith, yani fi in hadith sahihah an Hudhayfa, na'am, Hudhayfa ibn al-Yaman, والحديث جاء كذلك في أحمد في مسنده أن حذيفة بن اليمان، وهذا موقوف على حذيفة رضي الله عنه، قال أنه دخل المسجد أو غلاش جششت في محمد صلى الله عليه وسلم قصية إسن، دخل المسجد فإذا رجل يصلي بإسن أن مشيخ أن يكون تنهت أو جزين بس أن من بيتت، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود. Und auch genauso, der macht nicht richtig Ruku und auch nicht richtig Sujud. فَلَمَّنْ صَرَفَ قَارِهُ حُذِيفَ. Als der Mann fertig ist, sagte ihm Hudhayfa ibn Yaman رضي الله عنه, منذ كم تصلي هذه الصلاة, seit wann betest du so? Das ist eine gute Frage, subhanallah. قال له الرجل, der Mann sagte ihm, منذ 40 سنة. Seit 40 Jahren bete ich so, wie du mich gesehen hast. Also wisst ihr, was er ihm gesagt hat, radiyallahu anhu? Hudhayfa ibn al-Yaman sagte ihm, ma sallayta mundu 40 sana. Seit 40 Jahren hast du nicht gebetet. Das heißt, wie du gebetet hast, das war kein Gebet. Wurde nicht von dir angenommen. Yani, mundu 40 sanatan lam tusalli. Das ist ein Schande, subhanallah, dass man denkt, dass seit 40 Jahren betet man, aber unsere Gebete werden nicht angenommen. فقال له, yani, ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة. Und wenn du so sterbst, wie du betest, du wirst auch nicht als Muslim sterben, subhanallah. Wal fitratuhu ya al-Islam, allati futira alaiha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thumma aqbala alaihi wa allimuhu. Und dann kam der Zaman zu ihm, und hat ihm auch Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, beigebracht, wie man richtig betet. Kama qala sallallahu alaihi wa sallam, في حديث الذي رواه البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي اللهم اجعلنا ممن يخشع في الصلاة
اللهم اجعلنا ممن يتم ركوعها وسجودها وقيامها. اللهم اجعلنا ممن تقبل منهم صلاتهم. اللهم اجعلنا ممن تقبل منهم صلاتهم. اللهم اجعلنا ممن تقبل منهم صلاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.